BVB-Fan Mike Rohleder von den 257ers. Kritik am Profifußball. Mich stört da momentan grundsätzlich alles. Bei den Neuss Tigers in der zweiten Basketball-Bundesliga Stillstand. Das ist der Tod für die meisten Vereine. Die Einsamkeit der Olympiakandidatin Jessica Felsner. Ich habe tatsächlich nur einen Trainingspartner. Und nach der Schließung Zusammenhalt im Dortmunder Hubertus Grill. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir haben die begründete Hoffnung, dass es für viele Bereiche eine Öffnungsperspektive beim nächsten Mal geben wird. 17. Februar. Dass die 257ers, die Essener Rap-Kombo, schon bald wieder Auftritte vor Zuschauern haben wird, scheint ausgeschlossen. Die 257ers, ausgezeichnet mit Platin- und Goldschallplatten oder mit der 1Live-Krone, hatten seit einem Jahr kein Konzert mehr vor Publikum. Künstler dürfen auftreten, aber so wie Fußballer dürfen die nicht vor Leuten auftreten. Du kannst ja das Streaming machen. Wir gucken ja auch Fußball nicht im Stadion jetzt, sondern zu Hause. Ja, also wir können prinzipiell haben wir die gleichen Rechte, wir haben nur nicht die gleichen Fernsehgelder. Das ist der einzige Haken an der Sache. Du bist mein Zuhause. Die 257ers sind Fußballfans. Mike Rohleder etwa ist seit Jahren Dauerkarteninhaber von Borussia Dortmund. In ihrem Haus, in dem sie arbeiten und leben, wollen die 257ers das Champions-League-Spiel des BVB anschauen. Nur auf welchem Kanal? Ich weiß ja nicht mehr, welchen Anbieter man anwählen muss und dann die ganzen Passwörter. Boah, Alter. Als das Spiel dann endlich auf dem Bildschirm erscheint, ist das erste Tor bereits gefallen. Beim Zuschauen Gespräche über den Profifußball im Allgemeinen und die BVB-Spieler Moukoko und Haaland im Besonderen. Wenn ich überlege, dass so ein Erling Haaland eine Viertelstunde in Dortmund auf dem Platz gestanden hat, drei Tore schießt und dann heißt es direkt, bei welchem englischen Club landet er demnächst, dann denke ich halt so, ey, kann der vielleicht erst mal gucken, dass wir irgendwie einen Titel holen oder so? Das ist doch unser Spieler jetzt. Also, ja, wenn ich höre, dass Moukoko, ich feiere ihn, ich finde super, was er macht, also Hut ab vor dem jungen Typ, aber wenn er schon einen 10-Millionen-Euro-Vertrag mit Nike bekommt, bevor er überhaupt jemals seine Profifußballschuhe angezogen hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das enden soll einfach, also das ist schon arg utopisch und gerade jetzt in so einer Zeit, wo Leute nichts haben, so, dann sollten die mal so langsam drüber nachdenken. Ey. Hier, ich habe so ein altes Rot-Weiß-Ding. Als Essener ist Mike Rohleder auch RWE-Anhänger. Pink. Das ist super schön. Trikots sammeln oder dem BVB auswärts auch ins Ausland überall hin folgen. All das macht Mike Rohleder seit Jahren. Aber wie lange noch? Es wird irgendwann sein wie in England. Dann sind die echten Fußballfans in den Kneipen, falls die hoffentlich nach Corona noch da sind. Und die ganzen Touri-Fans sind nur noch da, ne? Die dann bereit sind, irgendwie 200 Euro für eine Karte zu zahlen, weil dann ein 2-Millionen-Hampelmann auf dem Platz rumturnt. Also da habe ich keinen Bock drauf. 18. Februar. Olympiakandidatin Jessica Felsner ist in Köln fast allein im Schwimmzentrum. Wie im ersten Lockdown dürfen derzeit nur diejenigen ins Bad, die einem Bundes- oder Landeskader angehören. Die Gruppe von Felsners Verein, für die das heutige Trainingsprogramm auf der Tafel steht, ist klein. Normalerweise besteht die Trainingsgruppe aus 15 Personen. Aktuell hat Felsner nur einen einzigen Mitschwimmer. Ich habe tatsächlich nur einen Trainingspartner. Darüber bin ich aber auch ganz dankbar, weil alleine ist es immer ein bisschen schwierig. Also Schwimmen kann halt auch sehr einsam sein. Da bin ich dann doch ganz dankbar, wenn man jemanden neben sich hat, mit dem man zusammen trainieren kann. Und wenn es dann nur in diesen 10, 15 Sekunden Pause ist, die man eben hat, dass man da nochmal jemanden zum Quatschen hat. Also mit nur einem Trainingspartner und ohne echte Wettkampfpraxis muss sich Jessica Felsner auf die Olympia-Qualifikation, die in 6 Wochen stattfinden soll, vorbereiten. Weiterhin nicht ins Wasser darf Felsners Teamkollegin Katja Pokras, die derzeit keinem Bundes- oder Landeskader angehört. Seit fast 5 Monaten nur joggen statt schwimmen. Katja Pokras kann aktuell auch nicht wie sonst als Schwimmlehrerin für Zweit- und Drittklässler arbeiten. Für manche Grundschulkinder hat es fatale Folgen, dass die Bäder derzeit geschlossen sind. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass gut die Hälfte nicht Schwimmer sind. Und das Ziel sollte schon sein, mit Bronze zumindest Seepferdchen, aber definitiv Seepferdchen auf die weiterführende Schule zu kommen. Das ist jetzt alles natürlich sehr fraglich, ob man das noch schafft, weil ein kompletter Jahrgang dann ausgefallen ist. 20. Februar. Heimspiel für die TG Neuss Tigers in der zweiten Basketball-Bundesliga.
Es geht gegen Opladen und eigentlich um nichts mehr. Denn wenige Tage zuvor hatte die Liga entschieden, dass es in dieser von der Pandemie geprägten Saison zwar auf, aber keine Absteiger geben wird. Da die Tigers mit dem Aufstieg jedoch nichts zu tun haben, ist die Frage, wie interessant und motivierend der Wettbewerb noch für sie ist. Wir sind alle froh und glücklich, dass wir spielen dürfen, dass wir spielen können, dass der Verein uns da unterstützt. Und ja, wir freuen uns über jedes Spiel, was wir spielen können. Auf der anderen Seite hätte man natürlich gerne jede Woche einen Wettbewerb und jede Woche ein Spiel und möchte sich messen, was auch damit zusammenhängt, dass man Mannschaften entwickeln will, vor allen Dingen junge Spieler. In der Liga gibt es nur noch zwei Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Auch Opladen gehört nicht dazu. Neuss gewinnt an diesem Tag. Bis auf die Spiele der Tigers hat der Breitensportverein TG Neuss all seine geplanten Veranstaltungen, wie beispielsweise Turniere, bis zu den Sommerferien abgesagt. Allen möglichen Lockerungen zum Trotz. Ich hielt es aber eigentlich für sinnvoll, wir würden noch mal 3-4 Wochen warten und nicht zu früh wieder aufmachen. Denn wenn wir jetzt öffnen und dann müssen wir in 3-4 Wochen vielleicht wieder schließen für längere Zeit, das ist der Tod für die meisten Vereine. An diesem 20. Februar spielt der BVB abends auf Schalke. Der Dortmunder Hubertus Grill, jahrelang ein wichtiger Bezugspunkt für viele Borussia-Fans, ist seit Monatsbeginn für immer geschlossen. Zurück bleibt der TuS Hubertus, die Thekenmannschaft, dessen sportlicher Leiter Stefan Köchlin ist. Bei Grillbetreiber Helmut Otto hat er sich an diesem Mittag den Schlüssel zur Gaststätte besorgt, um von den Räumlichkeiten Abschied zu nehmen. Ist es auch das Ende für den TuS Hubertus? Der Laden ist ja jetzt hier offiziell dicht seit 1.2. und wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wenn wir wieder trainieren kommen, werden wir wieder trainieren, dann entsprechend auch spielen. Das Wichtigste wird, eine Lokalität für die dritte Halbzeit zu finden. Mit Andreas Pleger, dem Vizepräsidenten des TuS Hubertus, will Köchlin später bei sich zu Hause das Revierderby schauen. Das Fernsehzimmer ist nicht groß genug, um sie dort Corona-konform zu filmen. Aber trotz allem will ich gerne, dass wir die Blauen gleich mal abziehen. Ja, natürlich. Eine der wenigen Freuden, die man auch hat, hoffe ich. Andreas Pleger ist Lehrer. Nach Wochen ohne Präsenzunterricht denkt er besonders an seine Schüler. Die vermissen natürlich auch ihre ganzen Freunde und Bekannten und diese ganzen Kontakte in der Schule. Ach, darf man gar nicht dran denken. Für die ist halt noch ganz anders. Ja. Sie haben ja auch diese ganze Möglichkeit, das alles zu verarbeiten. Vielleicht auch noch nicht so, vor allem die Kleineren. Und ja, mal gucken, ob das noch Folgen haben wird. Ne? Folgen hat jedenfalls das Revierderby. Weil bei der Dortmunder Siegesfeier gegen Corona-Regeln verstoßen wird, entschuldigt sich der BVB und erhält von der Deutschen Fußballliga eine Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro. No Sports? Nächste Folge unter anderem mit Rot-Weiß Essen und dem Pokal-Viertelfinale.